und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch ein richtig tolles Snowbag-Rezept, welches ich selbst kreiert habe und unbedingt mit euch teilen wollte. Und zwar nenne ich diesen Kuchen einfach mal Sommerwiese. Aus dem Grund, weil ich oben richtig viele Obstsorten drauf gemacht habe, welche jetzt perfekt in die Saison passen. Der Boden besteht aus einer Zwiebackmasse. Wenn ihr wissen wollt, wie dieser Kuchen geht, dann solltet ihr jetzt unbedingt dranbleiben, denn diesen Kuchen kann wirklich jeder. Wir kommen jetzt zu den Zutaten. Und dies sind die Zutaten für das Rezept. Ich habe hier zwei Packungen an Zwieback, A16 Stück genommen, sowie 90 Gramm an Butter, welche ich nachher schmelzen werde, 400 Gramm an Schmand, 4 gehäufte Esslöffel an Zucker, eine Packung vegetarisches Geleemittel, das entspricht 3 Blatt Gelatine, sowie 250 Gramm an Speisequark, verschiedene Früchte, die ich zu Hause hatte. Ich habe hier jetzt einmal Himbeeren sowie einen Fruchtmix zu Hause gehabt und verschiedene Pfirsiche und Mangos. Diese habe ich mir bereits schon zurechtgeschnitten und eine Packung Tortenguss, welches ich gleich über das Obst geben werde, sobald ich das Obst auf die Torte gegeben habe. Ich beginne immer damit, den Zwieback komplett klein zu häckseln. Jetzt nehme ich mir die Butter, werde die zum Schmelzen bringen und dann zu den Bröseln hinzufügen. Ich habe mir hier jetzt eine Backform 28 cm ausgekleidet mit Backpapier und gebe jetzt einfach die Brösel hinzu. Die Brösel sollten eine Konsistenz von nassen Sand haben. Wenn notwendig, könnte man noch einen Esslöffel flüssige Butter hinzufügen, aber bei mir brauche ich das jetzt gerade gar nicht. Ich verteile hier alles schön auf dem Boden und was ihr unbedingt beachten müsst, ist, dass das auf jeden Fall in den Kühlschrank muss, um abzukühlen bzw. fest zu werden. In der Zwischenzeit bereiten wir dann die Creme zu. Ich schiebe das nun in den Kühlschrank. Die Creme mache ich wie folgt aus Schmand und Speisequark. Dazu füge ich einfach alles in meine Schüssel. Ich habe jetzt alles in die Schüssel gefügt. Dazu kommt jetzt noch der Zucker. Jetzt verrühre ich alles miteinander schön. Ich stelle jetzt alles einfach beiseite und mache in der Zeit das vegetarische Geleemittel nach Packungsanleitung und füge das dann gleich zu der Creme hinzu. So, mein vegetarisches Geleemittel ist jetzt einmal schön aufgekocht. Ich gebe einfach alles in die Creme hinein und füge das schön unter. Sobald das geschehen ist, hole ich meinen Kuchenboden aus dem Kühlschrank und gebe die Creme einfach drauf. Mein Kuchenboden bzw. die Zwiebackbrösel sind schön fest geworden. Man sollte das mindestens für 10 bis 15 Minuten im Kühlschrank lagern, damit auch alles schön fest wird. Jetzt die Creme schön verteilen. Ich stelle das jetzt nochmal für 5 bis 6 Minuten in den Kühlschrank, damit alles etwas fest wird und dann kann man auch schon das Obst oben drauf verteilen. Nach 5, 6 Minuten habe ich das jetzt aus dem Kühlschrank geholt. Das ist jetzt alles etwas fester geworden, wie ihr seht. Ich werde jetzt einfach das Obst oben drauf verteilen. Tropft euer Obst natürlich, wenn ihr Dosenobst nehmt, vorher schön ab, damit das nicht durchweicht. Mein Obst habe ich jetzt komplett oben drauf verteilt. Ich werde jetzt noch zum Abschluss den Tortenguss nach Packungsanleitung zubereiten. Einfach dafür, wenn man den Kuchen dann nicht an einem Tag isst und das jetzt so essen würde quasi, dann sehe das Obst morgen nicht mehr so schön aus und damit bleibt das dann einfach länger schön. Den Tortenguss habe ich jetzt hergestellt. Ich lasse den meistens noch so eine Minute abkühlen und gebe den erst dann über das Obst, weil ich der Meinung bin, dass alles schön klarer aussieht danach. Mit Hilfe eines Löffels gebe ich jetzt einfach alles oben drauf. Dann kommt auch schon der Kuchen für 4 Stunden mindestens in den Kühlschrank. Über Nacht ist natürlich noch besser, aber mindestens 4 Stunden. Alles nochmal schön verteilen, den Deckel oben drauf und ab in den Kühlschrank. So, nach 4 Stunden habe ich jetzt meinen Kuchen aus dem Kühlschrank geholt. So sieht er dann aus. Ich löse ihn jetzt hier vorsichtig vom Rand mit einem scharfen Messer. Ich werde den jetzt hier noch auf meinen Pappteller tun und versuchen hier die Ränder ein bisschen anzupassen. Aber so sieht er dann ungefähr aus. Ich zeige euch noch gleich, wie er im Anschnitt aussieht. So, ich zeige euch jetzt nochmal, wie der Kuchen dann im Anschnitt aussieht.
Am besten benutzt ihr dafür dann ein Sägemesser, weil das dann immer am einfachsten geht. So sieht der Kuchen dann von innen aus. Der schmeckt auch bestimmt richtig lecker. So ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen meines Videos. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr dies bereits noch nicht getan habt. Über einen Daumen nach oben würde ich mich auch sehr freuen. Ich sage jetzt schon mal bis zum nächsten Mal.